aggressivste Ladetag überhaupt. Hab schon lange nicht mehr so viel gegessen. So, lasse den Carbload beginnen. 4350 Kalorien. Ich könnte davon immer weiter essen oder generell könnte ich immer weiter essen. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind kurz vor dem Ziel. In 2 Tagen geht es zur Weltmeisterschaft. Meine 45-wöchige Wettkampfvorbereitung neigt sich dementsprechend dem Ende zu. Wir nehmen euch heute nochmal mit durch meinen aggressivsten Ladetag der Prep. Heute werden die Kohlenhydratmengen nochmal auf die Spitze getrieben und wir zeigen euch das Ganze im Rahmen von einem Full Day of Eating. Also viel Spaß mit diesem Video. Ja, und in den bisherigen Peak Weeks war mein aggressivster Ladetag immer unmittelbar vor der Show, also One Day Out. Heute machen wir es anders. Wir wollen die Kohlenhydratmenge wirklich nochmal auf die Spitze treiben und laden jetzt 2 Days Out am aggressivsten rein. Und ja, wir haben 7 Uhr morgens. Wir müssen auch direkt loslegen, denn bei so hohen Kohlenhydratmengen gilt es, die Mahlzeiten wirklich gut zu takten. Da bedarf es eben auch schon einer entsprechenden Planung. Deswegen keine Zeit verlieren. Haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Die Maiswaffeln sind aufgereiht, Eier sind vorgekocht. Hier schon mal die Flüssigkeit, auch ganz wichtiges Thema. Sprechen wir heute drüber. Aber erstmal wird jetzt die erste Mahlzeit des Tages zubereitet. So, lasse den Carbload beginnen. Die Zubereitung hier von den Maiswaffeln hat viel zu lang gedauert. Muss mich jetzt auf jeden Fall ranhalten, damit ich die ganzen Kohlenhydratmengen heute überhaupt unterkriege. Die größte Herausforderung wird auch sein, eben diese hohen Carbmengen bei verhältnismäßig wenig Protein und Fetten reinzubekommen und dabei ja irgendwo auch noch so ein bisschen Genuss mit abzustauben. Das wird natürlich nicht der Fokus sein, aber dennoch haben wir hier eine sehr schöne Mahlzeit gezaubert, um hier nochmal zusätzliche Carbs reinzubekommen. Ganz normale Cornflakes, ungezuckert. Die werden dann gleich noch mit ein bisschen ungesüßter Mandelmilch gemischt. Aber erstmal esse ich die Maiswaffeln und dann kommt die Milch rein, damit die Cornflakes nicht zu matschig werden. Ja, Carb-Koma kickt schon ein bisschen. Ich werde mich jetzt gleich wahrscheinlich nochmal etwas hinlegen. Leg auch jetzt schon die Beine 2 Days Out natürlich hoch, um nochmal Ermüdung aus den Quads rauszubekommen, die auf jeden Fall noch da ist. Habe jetzt heute Morgen Update-Fotos gemacht. Das Gewicht war heute auch sehr, sehr niedrig bei 76,2. Echt ein super Wert jetzt 2 Days Out für mich. Komme ja auch gerade erst von der letzten Show aus Budapest. Am Sonntag bin ich zurückgekehrt. Heute ist Mittwoch. Ja, merke auch noch vom Wettkampf und auch noch von den letzten beiden Entladetagen, etwas die Ermüdung. Und die gilt es heute natürlich weiter abzubauen. Deswegen entspannen ist auf jeden Fall heute die Devise. Es steht aber auch noch eine Trainingseinheit an. Ich mache es mir jetzt auf jeden Fall erstmal bequem. Werde ein bisschen entspannt arbeiten. Es steht nicht viel an. Ich habe mir den Tag heute schön freigeräumt, dass ich wirklich ganz relaxed heute mich aufs Laden fokussieren kann. Ganz, ganz wichtig. Und dann schauen wir, ob wir noch eine Mahlzeit einschieben, bevor wir dann ins Training gehen oder ob wir das Ganze dann gleich schon in Angriff nehmen. So, ich habe echt noch mal eine gute Runde geschlafen. Jetzt Zeit für die nächste Mahlzeit. Also eine installieren wir vor dem Training auf jeden Fall noch. So, es wird weiter fleißig gemaiswaffelt. Jetzt die Pre-Workout-Mahlzeit, die etwas kleiner ausfällt, die ich nochmal etwas schneller verdauen möchte. 110 Gramm Maiswaffel erneut, 30 Gramm Cinnamon Whey von Evo Sports Fuel. Bester Geschmack hier angerührt mit Mandelmilch, 30 Milliliter. Hier für den Spread darauf Bananen. Ein paar Maiswaffeln hier haben eine Sonderbehandlung. Dann noch mit Erdnussbutter 10 Gramm insgesamt bekommen. Die Mahlzeit wurde auch nochmal zusätzlich mit 2 Gramm Salz gesalzen. Ja, Salz auch
definitiv wichtig in der Peak Week. Sprechen wir später noch drüber. Ich lasse mir die Mahlzeit schmecken und dann machen wir uns fürs Training bereit. Ach ja, ansonsten die Wasserflasche wurde hier auch wieder aufgefüllt. Die nächsten 1,5 Liter gehen jetzt auch mit der Mahlzeit und dann vor allen Dingen nochmal vor dem Training auch rein. Zweite Mahlzeit ist drin. War sehr lecker. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, wirst du den Maiswaffeln nicht überdrüssig? Nein, ich könnte davon immer weiter essen oder generell könnte ich immer weiter essen, musste jetzt einen Großteil der Prep wirklich nach jeder Mahlzeit, ja, mit dem Verlangen einfach weiter zu essen, eben, ja, weitermachen. So werden wir es jetzt auch tun. Natürlich haben aber noch ein ordentliches Carb-Budget offen. Das wird auch tatsächlich, ja, eine Herausforderung, das heute eben gut getaktet weiter reinzukriegen. Die Mahlzeit jetzt hier etwas kleiner, 120 Gramm Carbs, knapp 9 Gramm Fett, 34 Gramm Eiweiß bei 5 Gramm Ballaststoffen und 2,5 Gramm Salz. Genau, als nächstes steht das Training an, aber die nächste Mahlzeit wird nicht allzu lange dann auch im Anschluss auf sich warten lassen. Da wird es dann wahrscheinlich wieder eine Form von Mais geben. Warum überhaupt Maiswaffeln? Für mich persönlich einfach super leicht verdaulich und man bekommt ja einen richtigen Biss für seine Carbs. Man könnte natürlich auch auf sowas wie Reismehl oder sowas gehen, aber das, ja, ist mir einfach zu flüssig. Ich will schon was Knackiges haben, denn das Ganze ruft auch einfach mehr Sättigung hervor. Natürlich ist Sättigung jetzt hier in der Peak Week nicht das Ziel, aber ich will natürlich nicht extrem unbefriedigt eben aus den jeweiligen Mahlzeiten eben rausgehen, sondern da eben auch wirklich was zwischen den Kiemen haben, kann er euch da wirklich nur die Maiswaffeln von DM empfehlen. Die sind nicht ganz so dünn, die sind schön knackig und kosten nur 55 Cent pro Packung, wo ihr eben in anderen Läden 1 Euro für Mais oder Reiswaffeln eben zahlt, bekommt ihr das bei DM einfach zum halben Preis. Also hier wirklich ein absoluter Geheimtipp. Leicht verdaulich, wenig Ballaststoffe, viele Carbs, wenig Fett. Genau das, was man in der Peak Week braucht. Und ein bisschen Salz, aber tatsächlich nicht so viel. Also nur 0,35 Gramm pro 100. Da muss man dann, oder ich zumindest, immer noch so ein bisschen nachsalzen, um auf, ja, so mein Naturell an Salz pro Mahlzeit beziehungsweise dann viel mehr am Ende des Tages dann eben auch zu kommen. Das ist der Wahnsinn. Es geht einfach in die letzte Trainingseinheit dieser Wettkampfvorbereitung. Nach 310 Tagen, ja, findet das Ganze übermorgen seinen Abschluss. Und ja, absolut Gänsehaut-Moment. Jetzt gerade unmittelbar vor der letzten Oberkörpersession. Ist nochmal eine reguläre Einheit, bei der ich aber definitiv mit dem Flow gehe, wo ich intensiv trainiere, aber jetzt nicht zu verbissen irgendwie noch versuche, bestimmte Kraftwerte zu erhalten, sondern hier einfach, ja, eine präzise Intensität eben bringen werde. Und dann muss auch definitiv weitergeladen werden. I know the king follows lead, repeat after me. I know they lurking, the serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look at how he spit it to me. It'll be out of right after I seek. You can't make the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot save me, so it's for the birds. Buy for a price, you ain't know what it's worth. He not letting go like his grandmama purse. Rolling with heavy, he feeling kinda discouraged, cause he feeling down in the dirt. I told him heavy, you only need faith, cause Yeshua already did all the work. Life or death, this life is best. I'd rather see the vision complete instead of the speed to find regret. You gotta breathe so you can be free, so you never need the ice and checks. This be my plea, I lost my debt. I gotta cheese and found a flex. I gotta be, I gotta breathe, I gotta they what it be. I know the king follows lead, repeat after me. I know they lurking, the serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze. Just look at how he spit it to me. It'll be out of right after I seek. You can't make the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot save me, so it's for the birds. Buy for a price, you ain't know what it's worth. He not letting go like his grandmama purse. Rolling with heavy, he feeling kinda discouraged, cause he feeling down in the dirt. I told him heavy, you only need faith, cause yes, you were already doing the work. Wahnsinn, Leute, nach 310 Diättagen war das jetzt hier die letzte Trainingseinheit. Und ja, die war auf jeden Fall auch nochmal ganz gut. Oberkörper und nach wie vor mit einer, ja, recht hohen Intensität in den Arbeitssätzen, aber definitiv einer, ja, kontrollierten Technik, auch mit einer nicht allzu verbissenen Herangehensweise. Also wollte jetzt keine spezifischen Zahlen treffen, sondern einfach nur nochmal, ja, die Muskulatur effektiv reizen. Jetzt auch kurz vor der Show habe ich das bisher immer so gemacht, dass die Einheiten, die ich gemacht habe, auch mit, ja, hoher Intensität eben durchgeführt worden. Aber ja, morgen vor
dem Wettkampf wird auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Rest Day stattfinden, an dem ich mich dann auch nochmal vollständig regenerieren kann. Wichtig halt jetzt beim Laden eben nicht zu starke Muskelschäden hervorzurufen. Die können nämlich die Einlagerung von Glykogen mindern, aber das sollte mit der heutigen Einheit nicht der Fall gewesen sein. Jetzt geht's zurück nach Hause. Ich bin hinter dem Zeitplan und muss Kohlenhydrate weiter ins System bringen. So, bei der Post-Workout-Meal-Mahlzeit muss es schnell gehen. Wir haben hier 150 Gramm Cornflakes, 30 Gramm Evo Whey, 200 Milliliter Mandelmilch. Bei dieser Mahlzeit wird der Food Focus ausnahmsweise mal nicht ausgelebt. Muss jetzt schnell gehen, die nächsten Carbs müssen rein. Bei den späteren Mahlzeiten geben wir uns nochmal mehr Mühe. Bin auch hier heimlich dabei, immer hier und da so ein bisschen Fett einzusparen, damit es später nochmal ordentlich auch kulinarisch dann krachen kann. So, und hier kommt das Evo Whey im Geschmack Vanilleeis. Mega gut verträglich. Mit dem Code Hyper spart ihr immer den Bestpreis auf die Evo-Produkte. So, Mahlzeit Nummer 4. Dieses Mal habe ich mir wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, diesmal Maiswaffeln mit Ei und dem Dip, den wir auch schon vorhin hatten. Hier auf der anderen Seite Apfel und ein bisschen Reissirup. Und das bringt uns auf mittlerweile 536 Gramm Kohlenhydrate. Damit sind wir wieder im Soll, wieder on track. Haben auch noch ein paar Proteine und Fette dann für später noch offen. So, es geht weiter. Mahlzeit Nummer 5. Die üppigste und wohl auch kreativste Mahlzeit. Ich habe mich hier nochmal etwas ausgelebt mit jetzt der amerikanischen Version Big Mac Maiswaffeln. Dafür habe ich mir ein paar Fette über den Tag so ein bisschen aufgespart. Und Sari hat auch Feierabend und gönnt sich hier eine Pizza. Damit lassen wir jetzt den Tag so langsam ausklingen. Aber damit war es noch nicht, also es sind noch ein paar Carbs offen. Ich lasse es mir jetzt aber hier erstmal schmecken. So, jetzt die letzte Mahlzeit. Nochmal Maiswaffeln mit 100 Gramm Erdbeeren. Muss leise sein, wir wollten eigentlich einen Film anmachen, aber Dari ist da tatsächlich auf der Couch vorne eingepennt. Genau, das habe ich dann auch vor. Entspannen, schlafen und dann sehen wir uns morgen. Dann ziehen wir mal ein Resümee zu dem Tag. Dann gebe ich euch noch die gesamten Werte durch. Und dann sind wir one day out zur Weltmeisterschaft. So, wir sind one day out und es wird fleißig weitergeladen. Nicht mit den Mengen von gestern. Gestern war wirklich für mich der aggressivste Ladetag überhaupt, der aber extrem gut verlief. Verdauung war wirklich on point, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie voll oder ähnliches. Hätte noch gut weiter essen können, aber habe gegen Ende des Tages dann so ein leichtes Feedback vom Magen, trotz des ziemlich geringen Volumens des Essens dann bekommen und die Carbs haben mich dann auf jeden Fall auch in einen tiefen und langen Schlaf geschickt. Knapp 9 Stunden habe ich genächtigt und jetzt sind wir einen Tag vor der WM. Heute wird nochmal mit 450 Gramm nachgeladen. Der Look heute Morgen hat mir sehr gut gefallen, war echt schön voll und prall. Das Gewicht aber im Vergleich zum Vortag relativ konstant, habe mich aber auch ein paar Stunden später eingewogen, weil ich eben länger schlafen konnte, aber bin hier nicht signifikant schwerer geworden. Man sieht aber definitiv, dass die Carbs da schon angekommen sind im heutigen Look. Und der gestrige Tag in Zahlen sah wie folgt aus. 185 Gramm Protein, 761 Gramm Kohlenhydrate bei nur 59 Gramm Fett. Und so viel werde ich, glaube ich, lange nicht mehr essen, beziehungsweise habe schon lange nicht mehr so viel gegessen. War auf jeden Fall richtig cool, hier mal mit 4350 Kalorien den Tag verbringen zu dürfen. Jetzt steht die Post-Competition-Phase an, aber so hohe Kalorienmengen sind auch dort nicht angepeilt. Deswegen auf jeden Fall ein spaßiger Tag. Flüssigkeit war gestern bei 6,3 Liter, Salz bei 11,2 Gramm und die Ballaststoffe bei 30,5. Wir brauchen Flüssigkeit natürlich, denn die Kohlenhydrate, die wir aufladen, die werden in Form von Glykogen idealerweise innerhalb der Muskelzelle gespeichert und binden dort Wasser. 1 Gramm Glykogen, ungefähr 3 bis 4 Gramm Wasser. Das heißt, über den Tag trinken, super wichtig, natürlich auch für die Verdauung.
Verdauung, ja. Dementsprechend beim Laden auf Flüssigkeit zu verzichten, gar keine gute Idee. Auch den Salzkonsum irgendwie einzuschränken, macht hier keinen Sinn, denn Salz unterstützt den Transport von Glucose, also dem Endprodukt, wenn wir Kohlenhydrate essen, eben in die Muskelzelle über das Transportprotein SLGT1 und fungiert natürlich auch im Rahmen der Natrium-Kalium-Pumpe, ne, wo wir sowohl eben Natrium als auch Kalium-Ionen benötigen, damit diese eben aus der Zelle rein und rausgehen können, sich nicht außerhalb der Zelle eben anstauen und dann eben dort Wasser ziehen. Wir wollen wirklich die Wassereinlagerung innerhalb der Muskelzelle haben, deswegen ist Salz und eben auch Kalium, was wir zum Beispiel durch Kartoffeln, Bananen und Tomaten beziehen, unter anderem eben auch enorm wichtig, ja, damit eben das Wasser in die Muskelzelle eingeschleust werden kann. Da aber natürlich auch ganz entscheidend, dass wir eben nicht zu viele Kohlenhydrate aufladen, weil die Glykogenspeicher der Muskulatur natürlich begrenzt sind und wenn die einmal voll sind, dann würde sich auch hier das Glykogen außerhalb der Zelle anstauen und dadurch Wasser ziehen, wo wir es nicht haben wollen, wo es eher dann für einen softeren Look dann eben auch sorgt. Aber ja, nach 760 Gramm Carbs sind wir nicht wirklich überladen. Warum haben wir jetzt two days out die maximalen Kohlenhydrate aufgeladen und essen jetzt heute weniger? Das haben wir grundsätzlich jetzt über die Season hinweg andersrum gemacht. Mein aggressivster Ladetag war immer one day out, direkt vor der Show. Und das hat einfach damit zu tun, dass gestern der Tag ja sehr entspannt war. Abseits vom Training stand halt nicht viel an. Heute bereiten wir uns auf die Abreise vor. Es geht gleich rüber nach Holland. Wir fahren 2 Stunden mit dem Auto, dann steht die Registration an und dann müssen wir natürlich noch die Farbe vorbereiten für den Showday morgen. Deswegen heute ja, einfach mehr los und da würde ich es mir nicht so sehr zutrauen, so viele Kohlenhydrate eben stressfrei, auch ein ganz wichtiger Punkt, eben reinzubekommen. Ja, und gestern waren da halt einfach die perfekten Bedingungen. Plus, es könnte sein, dass ich dadurch am Showday nochmal einen etwas flacheren Magen habe, da ich ja jetzt schon eben den größeren Teil der Nahrungsmenge eben ja, im Magen-Darm-Trakt drin habe und dadurch, dass heute nochmal weniger Nahrungsvolumen reinkommt, der Magen vielleicht morgen zum Showday nochmal entleerter ist und der Bauch auf der Bühne dann nochmal flacher wird und wirkt. Das soweit die Rationalen hinter der Vorgehensweise. Wenn ihr nochmal ein ausführlicheres Video zum Thema Peak Week haben wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert natürlich, um jetzt auch morgen beim großen Finale nach 45 Diätwochen mit dabei zu sein bei der Weltmeisterschaft und dann natürlich auch bei der Post-Competition-Phase. Da wird es dann weitergehen. Und das wird wahrscheinlich nochmal ja die größte Herausforderung in Sachen Ernährung für mich. Da wird einiges auf mich, aber natürlich dann auch auf euch zukommen. Also seid mit dabei. Macht's gut. Bis dahin, euer Luis.